Heute soll es mal wieder um Deo gehen. Ich habe das Creme Deo von Alverde getestet und was ich dazu sage, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und heute sprechen wir über das Deo von Alverde und zwar das Creme Deo. Und ich finde es eigentlich eine richtig coole Sache, dass Alverde jetzt hergegangen ist und eben auch so ein Cremetöpfchen rausgebracht hat, weil es ja eine sehr umweltfreundliche Sache ist. Auch wenn dieses Tiegelchen natürlich in Plastik ist, ist es trotzdem sehr, ja, man kann mehr rausholen aus so einem Tiegelchen. Das ist meine Erfahrung, weil ich ja schon ewig lang so Creme-Deos verwende. Mein Liebling ist Wolkenseifen, da bin ich relativ unparteiisch, da kommt keiner dran. Jeder Hersteller macht diese Konsistenz auch so ein bisschen anders. Also ich will da auch noch für euch ein bisschen hergehen und verschiedene Hersteller auch durchtesten. Ich habe allerdings schon Schmitz getestet, ich habe Ponyhütchen getestet. Ponyhütchen habe ich immer noch eins da, das ist einfach auch großartig. Ist aber von der Konsistenz jetzt zu den Wolkenseifen auch wieder anders. Dann hatte ich diesen Deo-Stick von Ben and Anna hieß es genau. Da fand ich die Konsistenz auch eher unpassend, weil es unwahrscheinlich gebröckelt hat. Und von der Konsistenz her ist dieses auch eher einer festen Creme zu vergleichen, die aber wässrig daherkommt, lustigerweise. Also wenn man es aufträgt, hat man dann doch so irgendwie so eine wässrige Schicht. Das Ganze riecht nach Bergamotte und Minze und im ersten Moment dachte ich so, als ich das gesehen habe, eigentlich eine coole Kombination und das ist auch der gleiche Duft, den das Duschstück von Alverde auch hat und da passt der Duft auch. Aber hier passt er absolut gar nicht. Also mal von der Konsistenz abgesehen, kommt der Duft sehr stark dir entgegen. Klar, es ist ein Deo. Also so ein Deo muss natürlich deinen Schweißgeruch überdecken können. Ich bin jetzt jemand, ich schwitze nicht stark, also brauche ich auch keine Deos, die unwahrscheinlich stark duften müssen. Hier sind natürlich, wie schon in meinen anderen Videos erwähnt, kritische Duftstoffe drin. Wenn du auf Duftstoffe reagierst oder allgemein empfindlich bist, rate ich dir von diesem hier ab. Weil an zweiter Stelle steht da schon Alkohol und den Alkohol merkt man auch. Ich bin extra vor 2 Tagen hergegangen, habe meine Achseln rasiert und habe danach gleich Deo aufgetragen und wollte durch die Decke springen. Also es ist schon sehr reizend und das habe ich sehr schnell festgestellt. Ist ein kleines Manko. Der Duft ist tatsächlich schwierig in dem Produkt, weil er relativ, jetzt muss ich gerade nochmal dran riechen, bitter daherkommt. Die Bergamotte ist eine Zitrusfrucht, die sehr harzig riecht. Also es riecht wie eine harzige Zitrone, sag ich mal. Bisschen so eine herbe Note hat es auch noch mit bei. Und das passt in diesem Produkt gar nicht, weil du riechst nur bitter. Und in Kombination mit manchem Schweißgeruch eben kann das eine richtig ungewöhnlich blöde Duftmischung geben. Also da haben sie sich wirklich nicht viel dabei gedacht. Da wäre es halt wirklich angebracht, noch einen anderen Duft rauszubringen, weil mit dem kommen die wenigsten zurecht. Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte an der Stelle gerne Wolkenseifen zitieren, dass wenn ein Deo bei dir nicht funktioniert, dass das nicht notgedrungen am Deo liegt, sondern das kann an der Duftrichtung liegen. Also da vielleicht wirklich eine andere Duftrichtung auswählen. Jetzt kann man hier halt nichts anderes auswählen, was ich halt unwahrscheinlich schade finde. Also hier eine zweite oder eine dritte Duftrichtung wäre vielleicht gar nicht schlecht. Die Konsistenz an sich ist anders. Aber es lässt sich halt viel davon auftragen. Es ist nicht notgedrungen sparsam, weil die anderen Deos, die ich habe, die sind halt fester von der Konsistenz. Die haben auch so, von den Inhaltsstoffen her sind die eher so, dass sie deine Achseln so ein bisschen trocken legen. Also nicht wie Aluminiumsalz, nicht falsch verstehen. Aber sie legen trotzdem deine Achsel eher trocken. Das hat man hier halt eben durch das Feuchte, was diese cremige Konsistenz hinterlässt, hat man es hier halt nicht. Wäre schön, wenn Alverde irgendwann hergehen würde und da einfach so ein bisschen experimentieren würde. Vielleicht eben auch Plastiktöpfchen kann man gut als Glastöpfchen austauschen und der Deckel ist ja eh aus Aluminium. Vielleicht geht da einfach noch ein bisschen in Richtung nachhaltiger
in Richtung Nachhaltigkeit. Das sind ja auch immer so Entwicklungen, wo man auch bei Unternehmen sehen kann, dass die da einfach ein Stückchen weiterdenken dann irgendwann. Das ist schon mal eine richtig coole Entwicklung, weil es halt einfach eine sparsame Sache ist. Ist natürlich nicht für jeden was. Es gibt eben so Menschen, die eben gerne Sprühdeos verwenden. Und ich war auch so jemand, Deo-Roller war ich auch immer jemand, da war ich sehr kritisch. Und ich habe mir halt irgendwann angewöhnt, Creme-Deos zu verwenden. Und ich muss an der Stelle, glaube ich, nicht sagen, ob ich das Produkt nochmals kaufen würde. Nein, weil der Duft halt einfach, das ist mir zu bitter. Ich finde das nicht angenehm. Bei mir funktioniert das zwar, aber die Geruchsrichtung, ich hätte nicht gedacht, dass die Geruchsrichtung, übrigens festes Duschstück habe ich dir hier, kannst du gerne mal reingucken, dass die gleiche Geruchsrichtung so unterschiedlich ausfallen kann. Hier so extrem bei dem Duschstück gar nicht eigentlich im Endeffekt, hat es mich gar nicht gestört. Ja, meine Lieben, falls du dieses Produkt schon getestet hast und so eine ganz andere Meinung hast dazu, gerne mal unten in die Kommentare. Das hilft meinen Zuschauern ungemein, um zu überlegen, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht. Ich melde mich jetzt mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!